Wir spielen heute Hide and Seek auf dieser riesen XXL-Insel. Ich habe wieder richtig coole Weste dabei. Ich bin Moritz und ich schwitze aus meinem... Weiter. Ich bin Sven und je. Hi, ich bin Janina und ich bin genauso gut im Verstecken spielen wie Tom und Jerry im Fangspiel. Ich bin Lea und ich werde oft übersehen. Weil Lea die letzte Pool-Challenge gewonnen hat, hat sie dieses Mal einen Joker und diesen richtig lustigen Anzug. Bei 35 Grad macht das richtig Spaß, den Joker zu haben. Aber dieser Joker ist so OP, man sieht sie einfach komplett nicht mehr. Lea, wo bist du? Siehst du, ich sehe sie noch, Lea? Ihr habt alle 10 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Ich muss mich mit Flash zusammen verstecken, das ist ein ganz großes Problem. Also weil ich ja einen Tarnanzug anhabe, muss ich natürlich direkt ins Grüne. Da läuft Lea schon rum. Also ich glaube, mit diesem Kostüm hat Lea heute gewonnen. Also könnte ich mir kein besseres Kostüm vorstellen als diesen Tarnanzug. Ich werde mich hinter diesen Hölzern hier verstecken. Ich habe wenig Plan. Ich wollte mir erst ein Boot klauen, aber das Problem mit dem Boot, wenn Flash wieder auf dem Boot ist, das ist einfach nur Eskalation. Flash, komm! Nur nach 7 Minuten. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich sie verstecken. Diese Insel ist so riesig. Hier gibt es so viele Verstecke. Ich habe gehört, hier gibt es auch irgendwie so eine Höhle. Mal schauen, ob da einer reingeht. Ihr lasst jetzt erstmal ein Abo da, denn 90% der Leute, die diesen Kanal regelmäßig gucken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Und liked das Video und teilt es gerne, damit ich in Zukunft noch krassere Videos machen kann. Außerdem, wenn ich dieses Jahr noch die 500.000 Abonnenten knacke, werde ich meine Haare komplett pink färben. Und das nicht nur mit Karnevalsfarbe, sondern richtig pink. Also lasst ein Abo da. Also ich habe entweder den Gigaplan oder es wird komplett rein scheißen. Ich habe vor, entweder mich mit Freunden, ich gebe mich jetzt mal mit Leuten in Freunden, oder ich frage irgendeinen Ehrenmann, ob ich mich mit denen auf so ein Paddel setzen kann. Also ich glaube, das ist wirklich das schwierigste Hide and Seek, beziehungsweise das Hide and Seek mit den schwierigsten Verstecken. So, ich schaue jetzt mal, wo es da hinten hinführt. Ansonsten muss ich gleich irgendwie hier hochklettern und hoffen, dass Johannes hier nicht als erstes langläuft. Ich muss irgendwie so ein Gebüsch finden oder sowas Artiges, wo ich mich einfach einlege. Es sind gefühlt 500 Grad in diesem Anzug. Freunde, ich habe keine Leine dabei, deswegen habe ich mir so ein Flatterband abgemacht. Ich glaube, es ist vielleicht so rum. Damit er nicht mehr das Team verlässt, weil er irgendwie verrückt nach diesem Anzug ist. Im Holz. Ich gehe hier runter. Oh Gott. Eine Minute noch, Leute, dann geht's los. Ich gehe einfach jetzt hier hoch und leg mich da hinten hin, damit er mich nicht finden. Also ich bin gerade halt in Sieg hier auf dieser Insel. Kann ich mich euch irgendwie so anschließen, so dass es auf Undercover, wie weiß ich nicht, zu viert hier ein bisschen Wald spielen, ein bisschen... Im Wasser? Ja, okay. Ich bin jetzt richtig tief im Holz drin. Vielleicht ist auch dabei. Sind beide versteckt. Ist das dumm? Ich sehe gerade hier führt ein Weg hoch. Bevor ich jetzt hier auf diesem ganz normalen Weg bleibe, nehme ich den jetzt einfach mal. 3, 2, 1, let's go! Leute, dieses Video ist übrigens auch wieder gesponsert von Nerf. Ich habe auch meine Superstocker dabei, denn ich war wieder zu Gast beim Nerf Creator Battle mit Moritz zusammen. Und da ist auch wieder eine neue Folge online gekommen, aber dazu später mehr. Aber wenn diesmal jemand raus ist, dann mache ich ihn einfach nass mit der Superstocker. Bestes Equipment also dafür, besonders bei diesen Temperaturen. Ich würde sagen, wir fangen an zu suchen, let's go! Ich bin auf der Jagd. Das Ding ist, hier sind so viele Zuschauer in diesem See, dass ich ganz eure Namen höre, mein Johannes MLZ, hey Moritz rufe und so. Ich weine die ganze Zeit, das ist so auffällig. Nein, hör auf damit, Stinky. Die Leute wollten selber schon anfangen, Moritz zu suchen. Aber wir haben gesagt, aber chillt mal. Wir müssen Moritz selber suchen. Let's go. Leute, ich komme! Flash, nicht so auffällig. Oh, ich hab Flash gehört. Flash! Flash, nein, du darfst nicht drauf reinfallen. Er will uns verarschen. Fall nicht drauf rein. Nein. Das Ding ist, Moritz hat Flash dabei. Das ist so dumm von ihm gewesen, dass er ihn mit hat. Er wird ihn ganz einfach verraten, er ist da unten irgendwo. Das Ding ist aber, Lea werde ich so oft übersehen, weil die so ein geniales Kostüm hat. Okay, wo sind sie? Flash wird mich verraten. Wir gehen direkt hier runter. Salami, du bist raus! Moritz, du bist so schlecht! Mann! Du bist so schlecht! Danke dir, Flash! Ich liebe dich, dass du mich verraten hast! Ja, wir können ja Spürhunde nutzen. Boah, das ist ja krass. Okay, Flash, du hilfst mir jetzt. Okay. Wo ist Lea? Ich schwitze in diesem Scheißding. Das ist so geisteskrank. Warum mache ich das eigentlich wirklich? Digga, ich sitze hier im Gestrüpp mit Dornen. Digga, dieses Kostüm ist ja so OP. Es ist zwar ultra warm da drin, aber man sieht ja wirklich gar nichts hier. Digga, wo ist Lea? Also die will ich am ehesten finden, weil die das krasseste Kostüm hat. Weil wenn es gleich dunkler wird, dann wird es noch schwerer mit ihr. Es ist unmöglich, dass ich sie hier finde. Das Ding ist, alle anderen haben auch kurze Hosen an. Die haben auch alle Angst vor Zecken. Nie im Leben ist hier einer hochgelaufen. Flash ist by the way ein Polizeihund geworden. Leute, Moritz habe ich ja gerade schon mit meiner Superstoker nass gemacht. Die anderen werden aber auch noch nass gemacht. Also Lea, Janina, wenn ihr mich hört, ihr kommt nicht davon. Also bei dem Creator Battle habe ich ein bisschen besser abgeschnitten als ich. Ja, also schaut vorbei. Ich war aber auch sehr gut dabei. Denn Moritz und ich haben uns in einem Nerf-Parcours in verschiedenen Challenges gebattelt. In der ersten Challenge mussten wir zum Beispiel mit unserem Nerf-Blaster den Parcours ablaufen. Und wer am schnellsten fertig war, hat er das Ganze gewonnen. Da es für mich in der letzten Folge ja nicht so gut lief,
glaube ich, nochmal alles gegeben. Und das Ganze war so unfassbar spannend am Ende. Also, wer gewonnen hat, seht ihr dort im neuen Video. Wir haben einen richtig krassen Parcours gemacht. Es war auch ein sehr heißer Tag. Hat aber richtig Bock gemacht. Schaut auf jeden Fall am ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da ist das Video verlinkt. Und checkt das auf jeden Fall aus. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir machen weiter mit dem Video. Let's go. Ich glaube, ich seh den Anzug. Ist er da? Nee. Das ist nämlich ziemlich dichter Strauch. Also, das kann man keinem erzählen. Wir gehen hier einfach mal lang. Wir haben auch noch gar keine Meter gemacht, weil ich wirklich jeden Zentimeter hier mir angucken muss, um zu gucken, ob hier sich jemand versteckt. Ich suche mir gerade Verstecke, wo ich mich selber verstecken würde. Und ich sehe nichts. Warum habe ich mir diesen Joker ausgedacht? Das ist ja wirklich so doof mit dem Anzug. Wir gehen mal da zurück, wo ich am Anfang war. Das Ding ist, die Sonne geht auch gleich unter. Heißt, dann sehe ich noch weniger. Das ist super dumm. Das ist so unmöglich, Lea zu finden. Also alle anderen, die normale Kostüme anhaben, also ihr normales Outfit, die werde ich ja easy finden können irgendwie, früher oder später. Also Moritz hat sich ja extrem schlecht versteckt. Aber Tarnanzüge bei Hide and Seek, lass dafür für mal ein Like da. Zusätzlich verlose ich noch 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt jetzt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Und weiter geht's mit dem Video. Ich glaube, das war wirklich das Giga-Versteck. Also hab hier so ein paar Leute kennengelernt und wir haben einfach so auf Undercover jetzt hier Wasserball gespielt. Und Johannes ist eben da oben an mir vorbeigelaufen. Also entweder hat es gesehen oder nicht, aber ich denke eher nicht, weil sonst ist schon ein krasses Versteck. Keiner kommt darauf, so eine Vierergruppe, die Wasserball spielen, einfach da genau nachzugucken. Ich glaube, ich kletter jetzt einfach da oben drauf und hoffe, dass Johannes irgendwie weit weg von mir ist. Jetzt stehe ich hier, aber irgendwie bin ich nicht unsichtbar. Shit, was mache ich jetzt? Sehe ich da jemanden? Okay, Leute, hier ist diese Schlucht. Ich hätte schwören können, dass hier einer ist. Also, aber hier ist irgendwie keiner. Aber wir können quasi mal hier lang gehen und uns von da dahinter anschleichen. Das wäre krass. Hallo? Ich stehe jemand. Das Ding ist, ich habe gar nicht als Regel gesagt, dass man die Insel nicht verlassen darf. Also man hätte einfach rüberschwimmen können aufs andere Ufer. Das war das schlechteste Versteck, was ich mir jemals hätte ausmalen können. Ist das jemand von uns? Siehst du die? Weißes Top. Das ist ja Nina. Hey, das ist ja Nina. Wir machen sie jetzt richtig nass. Imagine, ich mache jemanden random einfach nass, weil ich denke, das ist ja Nina. Wo ist sie? Wo ist sie? Die war eben hier. Die war da oben. Ich sehe sie. Ich höre mich, Offiziell muss ich sie ja auch einmal nass machen, bevor sie raus ist. Ich warte, du kommst von oben. Nein, Johannes. Also das war mit Abstand mein schlechtestes Hide and Seek. Okay, Janina ist raus. Wir waren noch gar nicht in dieser Richtung hier und hier ist es am dunkelsten. Ich glaube, Johannes kommt. Ich habe ein bisschen Angst vor ihr auf jeden Fall. Such Flash, Flash, komm, Flashy, komm, such. Such. Wo ist sie? Das Ding ist, wenn Lea einen Joker hat, dann habe ich auch einen Vorteil und meiner ist Flash, obwohl das, glaube ich, kein Vorteil ist, weil er nur dort links spielen will. Wieso weiß dieser Hund immer, wo ich bin? Ist sie da? Ich hab sie! Da ist sie! Du hast dich bewegt! Ja, komm raus. Wer hat denn gewonnen? Sven hat gewonnen. Für private Zwecke kannst du das Kostüm gerne behalten, falls sie noch mal verstecken willst oder so vor irgendwie. Wisst ihr, wo Sven ist? Eine Frage. Ist Sven nach da gelaufen, so ultra weit weg? Ich glaube, er ist da. Oder ist... Nein, ich war da überall. Also ihr sagt, Sven ist hier. Das ist mein Tipp jetzt. Wo ist er denn? Da unten? Bei den Stöckern? Ist er weggeschwommen? Auf der anderen Seite der Insel? Also da unten ist er, da war ich schon. Da habe ich den schon gesehen. Ist er das? Ist er das? Wo? Unter dem Handtuch da vorne? Ja, wo ist der? Warum lacht ihr so? Was denn? Ich hab ihn gesehen. Digga, er ist ja so dumm. Vor allem, er ist im Wasser und ich mach ihn nass. Das ist ja so dumm. Ja, du hast gewonnen, ne? Ich dachte gerade, als ob ihr mitgemacht habt. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein geiles Versteck? Ey, Grüße geht raus. Sven ist der Gewinner der heutigen Folge. Herzlichen Glückwunsch. Das war echt der beste Einsatz. Lea ist die Siegerin der Herzen. Und Janina und Moritz. Ne? Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Beim Flughafen Hide and Seek seid ihr dann besser dran. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei Nerf vorbei. Beim YouTube-Kanal. Das Video ist echt sick geworden. Erster Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.